Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Es ist tatsächlich geglückt. Ich habe mehrere Abende, gestern vor allen Dingen ziemlich lang, investiert und gelevelt und gelevelt und gelevelt und da so fleißig vor mich hingegrindet, um meinem Team zu neuer Stärke zu verhelfen. Ich zeige euch mal, wie es jetzt aktuell aussieht, damit ihr mal ein bisschen aufhören könnt. Ich bin ganz froh, dass wir das nicht Let's Played haben. Also ich habe alleine gestern 3 Stunden 40 Minuten nur gegrindet. Dann hatte ich davor einen ganzen Abend, wo ich 2 Stunden nur gegrindet habe und hatte dann nochmal einen Abend mit nur 2 Stunden. Also das war eine Menge Rumgegrinderei. Und das wären so locker bestimmt, keine Ahnung, also das wären schon ein paar Folgen gewesen, wo wir nur im Untergrund rumgeeiert werden. Das Team sieht jetzt wie folgt aus. Wir haben hier Rex Blizzard Level 73. Ich wollte eigentlich alles mindestens Level 75 haben. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Ich hatte jetzt auch keinen Bock mehr, muss ich gestehen. Wir schaffen das schon. 73, 76, 73, 80, 79, 78. Man sieht, ich habe halt Kiro als erstes auf Level 75 gebracht. Und beim Weiterleveln der anderen sind natürlich die anderen, die dann Level 75 waren, immer noch weiter nach oben gestiegen. Ich habe es aber lieber so rumgemacht als umgekehrt. Ja, lieber ein bisschen zu viel Power als zu wenig. Wir haben also nur 2 Pokémon, die mein Ziel nicht ganz erreicht haben. Hier Onix mit nur 73 und Rex Blizzard halt mit nur 73. Ihr seht auch, ich war clever, ich habe mir ein Glücksei organisiert. Ja? Das gibt dann wenigstens den Pokémon, das das Glücksei ausgerüstet hat, 50% mehr Erfahrungspunkte. Nicht schlecht, ne? So kann man dann wenigstens ein bisschen gezielter leveln. Es gibt leider nur ein einziges Glücksei zu finden. Die anderen muss man sich in diesem Battle Tower oder sowas organisieren. Das geht erst nach der Pokémon-Liga. Ja, und ich bin dann einfach immer in den Untergrund gegangen und habe da halt gegrindet, ne? Das war so das, was ich jetzt gemacht habe. Das war ganz schön ermüdend, aber ich bin froh, dass es fertig ist. Wir lassen uns ja jetzt hier nicht von diesem Game besiegen. Deswegen, so, warte, erstmal die Map öffnen. Wir machen uns dann jetzt wieder auf zur Pokémon-Liga. Ich werde gleich nochmal die Zeit investieren. Wir werden unsere Pokémon nochmal ganz entspannt mit Items ausrüsten, die sie noch ein bisschen verstärken oder beschleunigen und ähnlichem, damit wir auch da noch entsprechende Vorteile rausholen können. Und ich würde sagen, dann stellen wir uns doch einfach nochmal wieder den Top 4, so wie Cynthia. Das muss ja jetzt eigentlich klappen. Ich habe nur das Gefühl, ein paar meiner Pokis haben auch einfach von den Verteidigungswerten nicht so die besten Werte. Also es ist so rein jetzt subjektiv das Gefühl. Da muss nichts dran sein, aber man weiß es nicht. Also man kriegt teilweise echt ganz schön auf die Fresse. Habe ich auch im Untergrund gemerkt. Da sind die teilweise ja nur Level 50 und ballern mir ganz schön einen rein. So, na ja, mal sehen, ne? Könnte aber auch alles nur ein ungutes Gefühl meines Bauches sein. Jetzt lasst uns mal schauen. Wir gehen mal in den Beutel. Dann gehen wir mal zu unseren Items. Warte. Nee, Alter, was ist denn los? Ich habe jetzt die ganze Zeit im Handheld-Modus gespielt. Ich bin wieder komplett verwirrt, ja. So, wo sind denn die tollen Sachen? Waren die hier drin oder gibt es eine Kampf-Items-Tasche? Basis-Items? Medizin, Pokéball-Tasche, Kampftasche. Nee, sind die aber nicht drin. Dann sind die in der Trainingstasche. Ein Item, das von Perlu getragen werden kann. Es schimmert silbern und hebt den Spezialangriff. Ein hell leuchtender Orb versteckt Attacken vom Typ Drache und Stahl, wenn Dialga ihn trägt. Lichtlehm. Ein Item zum Tragen. Verlängert die Dauer von Lichtschildreflektoren. Langweilig. Ein Item zum Tragen verstärkt eine Attacke, je öfter sie in Folge ausgeführt wird. Metronom. Auch gar nicht mal so schlecht, ne? Ich gucke erstmal, ob ich irgendwas habe, was Elektro verstärkt. Großwurzel. Verstärkt KP, Linde Attacken. Clutchdown, ein Item zum Tragen. Schadet dem Träger in jeder Runde, kann aber an Angreifer haften bleiben, die ihn berühren. Muschelglocke, ein Item zum Tragen. Es stellt einige KP des Trägers immer dann wieder her, wenn dieser dem Ziel Schaden zufügt. Klingt auch nicht schlecht. Eisenkugel, ein Item zum Tragen. Macht Pokémon des Typs Flug oder mit der Fähigkeit Schweben anfällig für Bodenattacken. Senkt den Initiativenwert. Macht Pokémon des Typs Flug oder mit der Fähigkeit Schweben anfällig für Bodenattacken. Warum will man das? Flinklaue, ein Item, das einem Pokémon zu tragen gegeben werden kann. Es ermöglicht gelegentlich den Erstschlag. Nett, könnten wir später noch. Also gucken wir mal weiter. Pokémon kann dieses Item tragen, es ermöglicht die garantierte Flucht. Langweilig, Schutzband. Reduziert Begegnungen mit wilden Pokémon. Langweilig, Münzamulett. Das wissen wir schon. Schattenbrille. Eine dunkle Brille, die Attacken vom Typ Unlicht verstärkt. Das ist schon mal, upala, gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken. Geben. Ja, man sieht jetzt leider nicht die Pokémon-Attacken. Unlicht hat Kero halt, aber da wäre natürlich, statt Unlicht wäre hier natürlich Elektro besser. Deswegen das mal weitergehen. Und ich habe Sticker, die Attacken vom Typ Geist verstärkt. Saptiker Sand, die Attacken vom Typ Boden verstärkt. Giftstich, Gift verstärkt, Magnet. Attacken vom Typ Elektro verstärkt. Das geben wir jetzt erstmal Kero.
Sehr gut. Was haben wir noch? Eisentafel. Versteckte Attacken vom Typ Stahl. Spuktafel. Geist. Psycho. Flug. Die Wolkentafel. Ich guck mal nochmal, wie es bei Staraptor aussah. Warte mal. Staraptor. Bericht bitte. Bericht. Aeroast haut halt echt rein, ne? Ich würde hier tatsächlich auf Flug gehen. Dass wir uns auf das konzentrieren, was die Pokémon noch können. Bei Rexplizar ist jetzt die Frage, gehen wir da eher auf Eis oder auf Pflanze bei der Verstärkung? Wie war es bei Onix nochmal? Immer hier den Bericht nochmal angucken. Der war bodenmäßig unterwegs. Drache könnte hier noch spannend werden. Ich glaube, bei ihm erhöhen wir Drache, weil er ist der Einzige mit einer Drachenattacke und wir haben nachher einen Drachengegner. Okay, los geht's. Also die Wolkentafel, die gebe ich jetzt Staraptor. Was haben wir hier noch? Ein Atlantis Explosion. Den Trigger benommen und langsam. Nee. Ovaler Stein. Funkelstein. Drachenzahn. Okay. Reißzahn der Attacken vom Typ Drachen verstärkt. Geben. Das geben wir Onix. Schafklaue. Diese Schafklaue erhöht die Volltrefferquote des Trägers. Auch nicht schlecht. Carbon, Eisen, Protein. AP Plus erhöht die maximale Anzahl der AP einer Attacke eines Pokémon. Popostück. Okay, Honig. Der Duft dieses Honigs lockt wilde Pokémon an. Langweilig. Herzschuppe. Schutz, Schutz, Schutz. Okay, jetzt müssen wir gucken. Wir brauchen noch irgendwas für Wasser. Metronom ist natürlich auch eine nice Sache. Und wir brauchen noch was für Pflanze. Blinkklaue. Habe ich denn was für Pflanze? Oder Wasser? Ich scheine nichts für Wasser zu haben. Das ist ein bisschen doof. Dann machen wir jetzt Folgendes. Die Flinkklaue, die gebe ich jetzt Berlin. Und die Muschelglocke. Oder Rexblizar lasse ich das Ei, dann kann er gleich noch ein bisschen leveln, ne? Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich lasse Rexblizar erstmal noch das Ei. Wir versuchen es jetzt erstmal so, okay? Dann, das Problem ist ja jetzt auch, wir haben ja all unsere geilen Attacken. Attacken, Alter. Alle unsere geilen Items letztes Mal verbraten hier. Diese super Heilung, die dich wiederbelebt und auch noch heilt und so einen ganzen Kram, ne? Das ist alles weg. Das heißt, wir müssen jetzt mit normalen Items da irgendwie durchkommen. Das wird es jetzt nicht unbedingt einfacher machen, aber das wird schon. Deswegen kaufe ich jetzt erstmal noch ein paar. Wird die Kapitän des Pokémon wieder vollständig auf. Top-Trank ist natürlich nicht verkehrt. Hypertrank macht 120. Das Ding macht es halt immer komplett voll. Aber kostet halt nochmal eine ganze Ecke mehr. Beleber haben wir noch 29. Da haue ich jetzt nochmal 11 drauf. 40 Beleber werden ja wohl reichen. Top-Genesung. Die ist anscheinend alle Kapitän des Pokémon wieder her. Und behebt alle Statusprobleme. Heftige Scheiße. KP und Statusdinger beheben. Komm, davon kaufen wir uns jetzt auch mal 20. Wir investieren jetzt mal ein bisschen in den richtig geilen Scheiß, okay? Da machen wir sogar 30 draus. Jetzt wird mal richtig geil investiert. Wir wollen ja nur noch einmal diese Top 4 durchprügeln. Wofür sollen wir sparen? Ja. Dann machen wir noch beim Top-Trank. Da hauen wir auch noch ein paar rein. 40 Stück. Gönnung. Ja. Okay. Mein Wirtschafterherz in mir blutet gerade, aber es... Nein, ich möchte nichts mehr kaufen. Oh Mann, Alter, Steuerung habe ich heute nicht drauf, Leute. Abbrechen, dankeschön. So, okay. Bevor wir uns den Herausforderungen stellen, wird jetzt nochmal gespeichert. Speichern. Ja. Okay. So, wollen wir. Der erste wird wieder Herbaro sein. Wir wissen leider nicht, womit der anfängt, aber so ziemlich alles ist anfällig gegen Feuer, außer... ein einziges Pokémon, mit dem wir wahrscheinlich dann anfangen wird. Werden wir dann gleich sehen. Wir werden jetzt erstmal mutig sein und werden Twilly auf Platz 1 stellen und hoffen einfach das Beste, okay? Das ist der Plan.
So, Leute, seid ihr bereit? Let's go. Let's go. Hallo, willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Herr Baro von den Top 4. Schön, dich kennenzulernen. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Denn nichts ist so schön und cool wie mein Käfer-Pokémon. Sie sind perfekt. Und damit ich genauso perfekt werde wie Sie, stelle ich mich hier in der Pokémon-Liga allen Trainern, die mich herausfordern. Dann wollen wir mal sehen, ob du mir auf dem Weg zur Perfektion behilflich sein kannst. Let's go, Junge! Okay, fängt mit Pudox an, das ist gut. Okay, Leute, so. Ich bin gespannt, ob wir diesmal wieder verkacken. Ich sehe mich schon wieder verkacken, weißt du? Es ist echt so. Dann beginnt das Weinen. Ja, ich kann nicht nochmal abendelang durchleveln. Es geht einfach nicht. Wir fangen jetzt hier erstmal an, nur Flammenrad reinzuschmeißen. Das müsste eigentlich reichen, ja? Für den One-Hit. Eigentlich schon. Die guten Attacken müssen wir uns für später aufheben, weißt du? So, Trilli landet erstmal einen Volltreffer, weil sie gelobt werden will. Verstehe ich. Verstehe ich. So. Okay. Scaraborn. So. Okay, was haben wir da? Ich muss ein bisschen gucken. Das ist Käferkampf. Feuer ist da wieder effektiv, kann also weitergehen. Nee, weiter kämpfen. Okay, Flammenrad. Scaraborn wurde besiegt. Schön, schön. Okay. Papinella ein. Papinella ist Käferflug. Können wir auch weitermachen mit Feuer? Da können wir uns so durchfeuern. Das ist alles cool. Ich habe von Blue Fox erfahren, dass er die Champ der Liga mit Papinella platt gemacht hat. Unfassbar, oder? Ich dachte erst Sven Witz, aber dann hat er mir erklärt, wie es gemacht hat. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Clever. Clever. Didi ist sehr effektiv. Ich habe jetzt auch bewusst unser Team nicht geändert, ne? Wir haben ja das Bestreben, das mit diesem Team zu schaffen. Ich habe da kein Pokémon hinzugetauscht, gar nichts. Wir sind exakt mit dem gleichen Team unterwegs, ne? Honweisel ein. Honweisel ist Käferflug. Können wir ebenfalls weiter mit unserem entspannten Feuer-Pokémon arbeiten. Anspannung. Ich bin sowieso angespannt. Ich habe erneut große Versagensängste. So. 100%ig. Okay. Staraptor erreicht Level 77. Sehr gut. Piondragi ein. Piondragi ist Gift und Unlicht und Boden ist dagegen effektiv. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Ja. Jetzt wäre mir so, dass Onix eine Bodenattacke hat. Nein, hat er nicht. Ich habe nichts mit einer Bodenattacke. Kacke, Bruder. Was ist denn gegen Boden? Das ist Unlicht. Was ist denn gegen Unlicht noch geil? Müssen wir immer gucken. Kampf ist gegen Unlicht geil. Käfer ist gegen Unlicht geil. Staraptor kann Kampf. Probieren wir es mal. Wir könnten da wahrscheinlich auch easy mit einfach nur Gewalt durchballern, aber egal. Wir versuchen jetzt mal hier das Beste. Ich habe doch nur 5 Kampf... Also 5-mal kann ich eine Kampfattacke machen. Das ist halt echt ein Problem, ne? So. Aber ist auch nicht sehr effektiv. Habe ich ein bisschen verkackt. Ja, weil Gift noch mit drin ist. Dumm war es. Ja, egal. Jetzt muss ich leider zu meinem Fehler stehen. Wir hauen jetzt mal in den Nahkampf rein. Oh oh. Oh oh. Oh, noch ein Volltreffer, ganz klar. Ja, ja, komm. Wir ziehen es jetzt irgendwie einfach durch. Was soll's, komm. Mach mal hier Aero-Ass, komm. Okay, einfach durchgezogen, weißt du? Okay. Muss mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, mich zu konzentrieren und das richtige Pokémon abzuwägen, ja? So, Onix erreicht Level 74 und Habaro wurde besiegt. Ich gestehe meine Niederlage ein, aber ich denke, ich konnte dir deutlich machen, wie wundervoll Käfer-Pokémon sind. Ich liebe sie, wirklich, es gibt nichts Schöneres für mich. Und ich konnte dir vermitteln, wie beeindruckend die Pokémon-Liga ist.
Kämpfen ist eine tiefsinnige und komplexe Angelegenheit, das ist dir jetzt bewusst. Nur das war mir seit dem letzten Mal schon bewusst, als ihr mich komplett wegrasiert habt, ja? Dass ich mit den schönsten und stärksten Käfer-Pokémon verloren habe, liegt alleine daran, dass ich nicht perfekt genug bin. Das heißt für mich, zurück ins Trainingslager. Kriege ich trotzdem meine Runde Applaus? Nein? Okay, das wäre auch zu viel des Guten. Geh ruhig in den nächsten Raum. Es warten noch 3 weitere Trainer auf dich, die allesamt stärker sind als ich. Danke, mach mir nur ein bisschen Mut, ja? So, dann gehen wir eben kurz in unseren Beutel. Ups. Eben schön durchheilen. In dem Fall können wir jetzt hier noch so Hyperheiler, ne? Immer nach dem Kampf können wir ruhig Hyperheiler benutzen. Was sollen wir da unseren geilen Scheiß verwenden? Der ist nur für in-Kampf, ja? Aber ich hoffe, wir müssen uns nicht wieder dauernd wiederbeleben und so wie letztes Mal. Das war schon echt eine übel nervige Kiste. So, als nächstes kommt, ich check mal eben kurz. Als nächstes kommt Theresa. Theresa. Was haben wir denn da? Pflanze. Eigentlich ist immer Pflanze effektiv. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich eben erstmal auf Rex Blizzard wechseln. Das inzwischen ja zum Glück ein bisschen stärker ist. Und hier hoffentlich einfach ein bisschen Output macht, weißt du? So, Theresa. Ich komme wieder. Stärkste Pokémon von Theresa ist Level 59. Also ich bleibe da hoffnungsvoll. So, einmal nochmal speichern. Wir speichern immer nach jedem Kampf, damit wir für den Fall, weil diesmal bin ich der Meinung, wir kriegen das schon durch. Selbst wenn wir irgendwie verkacken, dann versuchen wir es halt nochmal. Ne, letztes Mal habe ich ja kein Land gesehen gegen den Champ, da hat das gar keinen Sinn gehabt, das nochmal zu versuchen. Das war klar, dass das nichts wird. So, wen haben wir denn da? Einen niedlichen Trainer mit einer ordentlichen Portion Bomba. Ich heiße Theresa und bevorzuge Boden-Pokémon. Zeig einer alten Dame wie mir doch mal, was du alles gelernt hast. Ja, mach ich doch, Theresa. Geht los. Ich habe vor allen Dingen gelernt, Kaffee zu trinken. Grüß euch, meine Lieben. Ah, let's go. Theresa. Morlor. Damit fängt die auch gleich mal an. Richtig ätzendes Ding. Pflanze ist aber effektiv. Alles cool. Rex Blizzard. Ich hoffe nur, ich habe halt immer noch als stärkste Attacke Pflanze Rasierblatt. Immer noch, ja. Und dann halt den Solarstrahl, wo ich aber mal aufladen muss. Und ihr wisst ja, wie sehr ich darauf stehe, Attacken zu verwenden, die man erst aufladen muss. Ja, sehr gut. So, Rex Blizzard, das ist halt echt blöd, dass ich keine geile Pflanzenattacke habe. Ich habe auch, Top-Genesung natürlich. Ich habe auch im Untergrund ja sehr viele VMs und so weiter. TMs, nicht VMs gefunden. Aber auch nichts Geiles. So, da haben wir die Hagelkörner die Fresse verbogen, wa? Sehr schön. Morlord ist geplättet. Weiter geht's. Mogelbaum, möchtest du ein Pokémon wechseln? Bei Mogelbaum wäre einiges effektiver, aber ich bleib mal bei Rex Blizzard, weil der eh noch ein bisschen leveln muss, ne? Ist nicht verkehrt, wenn Rex Blizzard vom Tramp vielleicht noch 1-2 Level macht, ne? So, Rasierblatt. Wir hauen da einfach mal durch und hoffen, dass keins dieser Pokémon noch irgendwas im Petto hat, was mich richtig disst. Kopfstoß. Ah, holy shit. Okay, das war dann das Ding, was der Mogelbaum im Gepäck hatte. Ja, jetzt müssen wir eben kurz mal auf Wasser wechseln. Boyolin, du bist dran. So, pass auf. Wie wär's denn hier mit einem Nassschweif, würde ich mal reinmeddeln. Jawohl. Sehr schön. So, au, jetzt kriegen wir die Hagelkörner in die Presse, das ist natürlich ein bisschen scheiße. Veldar ein. Hier ist jetzt wieder nur Pflanze, geil. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Erstmal nicht. Was ein Fehler sein wird, weil ich glaube, Veldar. Ist ein Veldar, Wasserboden. Okay, warte, wir können aber dann den Moment nutzen, eben im Beutel. Einen Beleber uns zu gönnen. Für Rex Blizzard. Nö, 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 nö.
Und dann nehmen wir einen Top-Trank. Ja, wobei, das lohnt sich ja gar nicht. Dann nehmen wir einen Hypertrank, hauen den hier eben auch nochmal rein. Und nun gibt's aufs Maul. Dampfwalze. Au. Das ist nicht sehr nett, ne? Oh, das war noch ein Volltreffer. Süß, ne? Süß. Okay, pass auf. Oh, warte. Meine Lieben, bevor wir weitermachen. Der Hahn hat gekräht. Lass mal eben. Ich weiß normalerweise machen wir in Kämpfen keinen Break, aber wir kämpfen jetzt dann nur noch. Deswegen, who cares? Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich. Wir mal gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.